Die Pastellkoloration ist eine natürliche und schonende Möglichkeit der Normalfärbung und kann in den folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt werden: zur Nuancierung von Blondtönen, zur Farbkorrektur oder Mattierung, für den Längen- und Spitzenausgleich, als natürliche Farbgebung beim Mann. In der Glint Shadows Farbweltenkarte sind auf der Seite Pastells Rezepturvorschläge und die dazugehörigen Ergebnisse für Pastell Blond sowie Pastell Intens abgebildet. Die Farbsträhnen sind auf der Tonhöhe 9 sowie Tonhöhe 10 ausgefärbt. Die Basissträhnen zur Orientierung sind oben links auf der Seite abgebildet. Auf den Farbsträhnen sind somit zwei unterschiedliche Farbergebnisse sichtbar. Die linke zeigt das Ergebnis der Tonhöhe 9, die rechte Seite der Tonhöhe 10. Dadurch ist eine einfache Beratung gewährleistet. Für Pastellkolorationen können sowohl die Glint Shadows als auch die Glint Shadows Plus Nuancen bis einschließlich Tonhöhe 10 verwendet werden. Das Mischverhältnis beträgt ein Teil Glint Shadows oder Glint Shadows Plus und drei Teile Glint Shadows Energizer. Die Einwirkzeit beträgt je nach gewünschter Intensität 5 bis 30 Minuten. Glint Shadows pH Transformer Additive verwandelt mit nur wenigen Tropfen eine alkalische Farbe in eine saure Tönung. Durch die Zugabe verlieren die Glint Shadows Plus Nuancen ihre Aufhellungskraft. So kann die ganze Breite der Glint Shadows für wunderbar weiche, natürliche Pastellkolorationen eingesetzt werden. Der Glint Shadows pH Transformer Additive kann bei jedem Anwendungsgebiet der Pastellkoloration mit Glint Shadows Plus Nuancen eingesetzt werden. Ausgenommen sind die Glint Shadows Plus Alpha Nuancen. Das Mischverhältnis beträgt 1 Gramm pro 10 Gramm verwendeter Farbe. Bei der Berechnung des Mischverhältnisses berücksichtigen Sie das Oxidationsmittel nicht.